Eine Woche ist bereits vergangen, seit wir in unser Tiny House eingezogen sind und wir freuen uns riesig, in dem heutigen Video mit euch die ersten Erfahrungswerte zu teilen. In dem heutigen Video wollen wir uns vor allem auf die Themen Versorgungssysteme fokussieren, was gut läuft und was wir noch optimieren wollen. Wir sind Anja und Ilan. Es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sitzen nämlich jetzt hier in unserem Tiny House Wohnzimmer auf unserem provisorischen Sofa. Wir prüfen unser Haus in dieser Woche zum ersten Mal auf Herz und Nieren. Das heißt, heute konzentrieren wir oder fokussieren wir uns auf das Thema Versorgung. Und nächste Woche wollen wir dann auch noch ein Video bringen zum Einleben hier in unserem Haus und wie wir zurechtkommen. Interessanterweise hat sich irgendwie schon bei uns so ein gewisser Ablauf auch eingeschlichen oder sich irgendwie automatisch entwickelt, weil wir natürlich am Morgen oder nach unserer ersten Nacht morgens erstmal geguckt haben, wie ist denn überhaupt der Wasserstand unseres Frischwassers? Mhm. Können wir jetzt duschen gehen oder müssen wir vorher nochmal auffüllen? In unserem Fall ja auch total schnell gemacht, weil wir ja unter unserer Treppe den Frischwassertank positioniert haben. Wir müssen also nur die Klappe öffnen. Und nachdem natürlich auch der Frischwasserstand dann überprüft wurde, gucken wir gleichzeitig auch mit Hilfe unserer Füllstandsanzeige im Badezimmer, wie der Grauwassertank oder wie der Pegel des Grauwassertanks gerade ausschaut, ob das geleert werden muss oder ob da auch noch entsprechend Puffer ist, um natürlich zu vermeiden, dass wir dann in der Dusche das Wasser wieder aufsteigen sehen oder in der Spüle. Hatten wir auch schon. Ja? Ja, in der Dusche. Das ist der tiefste Punkt hier in unserem Haus. Also da kommt es am ehesten raus. Und natürlich auch der letzte Check unseres Urintanks, den wir natürlich auch noch separat haben, um da eben zu gucken, wie schaut es dort aus, wann muss das Ganze entleert werden. Wir haben das ja separat getrennt, um irgendwann vielleicht in der Zukunft auch das Grauwasser separat aufbereiten zu können für den Haushalt und dann den Urin separat zu entsorgen. Sollte der Tank also leer sein morgens, läuft das dann wie folgt ab. Wir greifen uns gleich den Adapter, den wir benötigen für unseren Einfüllstutzen, machen die Garage auf, zapfen da das Wasser, da zapfen wir es eben gerade an und stecken das an den Gartenschlauch, das Ganze dann an unseren Einfüllstutzen. In die Station 2, weil wir mit Druck arbeiten im Moment. Genau, wir haben ja da quasi schon Druck und drehen dann eben auf das Wasser. Jetzt ist es so, dass dadurch, dass wir 4 Filter haben, also eine richtige Filteranlage, die wir vor dem Tank noch im Einsatz haben, dass der Durchfluss leider so reduziert wird, dass es wirklich eine halbe Stunde dauert, diese 147 Liter voll zu bekommen, einigermaßen zumindest. Dafür ist es aber auch schon komplett gefiltert, bevor das Wasser ins Haus kommt. Das Thema Abwasser ist momentan so, dass wir dann eben einen Eimer runterstellen oder einen Auffangbehälter, der auch manchmal etwas größer ist, je nachdem, was gerade zur Hand ist, damit wir das dann eben sukzessive immer mal wieder entleeren, damit es eben nicht überläuft bzw. in unser Haus wieder reinläuft. Das ist aber auch nur übergangsweise, weil wir ja hier noch in der Einfahrt stehen. Bei dem künftigen Stellplatz hoffen wir dann natürlich entweder an einen Festanschluss zu kommen oder man arbeitet mit größeren Tanks, weil das Eimerschleppen, das ist natürlich ein gutes Workout, aber das möchte oder wollen wir jetzt auch nicht dann jeden Tag so praktizieren. Nachdem das Thema Wasser auffüllen und entsorgen dann abgehakt ist, schauen wir eigentlich auch ganz schnell oder flüchtig mal auf unser Steuerungspanel, unsere Heizungsanlage. Das ist aber auch relativ schnell überprüft, weil unser Panel auch natürlich ein kleines grünes Lichtchen hat und sofern das brennt, sehen wir auch gleich, die Anlage ist aktiv. Sinnvoll ist es aber natürlich trotzdem auch immer mal wieder an die Gasflaschen zu gucken. Das heißt, wir gehen dann auch alle 2 Tage, alle 3 Tage mal raus, öffnen den Gaskasten und schauen, welche Flasche gerade aktiv ist. Da wir ja von Truma diese Umschaltanlage haben, wechselt der nämlich automatisch von Flasche A zu Flasche B, sodass wir jetzt auch wissen, hey, beim nächsten Einkauf nehmen wir die Flasche mit und können gleich wieder eine neue 11 Kilo Flasche ersetzen. Abends hat sich eigentlich bei uns auch schon so ein bisschen eingegliedert, dass wir doch nochmal gucken, wie der Füllstand unseres Frischwassertanks ist, gerade wenn wir auch lange gekocht haben, da einiges an Geschirr zusammengekommen ist und wir auch alles händisch abspülen. Dann nochmal wirklich zu schauen, gerade wenn wir auch am nächsten Tag früh raus müssen, arbeiten müssen oder vielleicht ein regnerischer Tag auch in Aussicht ist,
dass wir dann im besten Fall, oder wenn wir merken, oh, der Füllstand, der ist schon etwas niedrig, einer könnte noch duschen, beim zweiten wird es dann schon knapp, dass wir dann einfach nochmal auffüllen, um dann auch mit Ruhe in den Tag starten zu können. Das haben wir jetzt, glaube ich, die letzten 2-3 Male so gemacht und fühlte sich auch ganz gut an. Also man schaut dann einfach, wie ist das Wetter, wie bietet sich das gerade an, und dann können wir jetzt eigentlich gleich weitermachen mit unserem Feedback und unserer ersten Erfahrung nach einer Woche. Ja. Testen im Tiny House. Ja, du hast ja die Einleitung eigentlich schon gemacht. Ja. Es ist wirklich so, dass man das Wasser viel bewusster jetzt nutzt. Mhm. Man weiß, was es heißt, einen knapp 150 Liter Tank zu haben und wie schnell dieser leer ist. Leider ist es so, dass wir den Tank nicht voll laufen lassen können momentan, weil wir eigentlich einen Füllstopp haben, also einen Fühler, der auch das Wasser stoppt normalerweise. Bei uns ist es aber leider so, dass es irgendwie ab 130, 135 Liter beginnt, oben zu lecken. Also wir haben dann auf einmal Wasser, es entsteht ein Unterdruck, der Tank saugt sich so ein bisschen ein von oben, hatte ich das Gefühl, und oben sammelt sich dann außerhalb des Tanks Wasser. Und wenn wir es hätten weiterlaufen lassen, dann wäre wahrscheinlich der ganze Bereich nass. Also da müssen wir nochmal deshalb auch die Stoppuhr. Wir hatten nämlich, wir wissen noch nicht genau, wo das Problem ist. Wir glauben, dass oben der Schlauch einfach noch nicht ausreichend abdichtet, bevor es dann an diesen Deckel mit Schwimmer geht. Ja. Weil es ja eigentlich erst überlaufen könnte, wenn der Tank voll ist. Aber er läuft schon über, obwohl er noch nicht voll ist. Ja. Also da müssen wir auf jeden Fall noch mal ran. Ist auf jeden Fall sehr seltsam. Auf jeden Fall ist uns aber auch natürlich wichtig, dass die Pumpe nicht leer läuft. Die Wasserpumpe, die wir hier im Haus haben, die unser Wasser ja im Haus befördern soll, dass die nicht leer läuft, bedeutet dann aber auch, dass wir immer einen gewissen Füllstand im Tank haben. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt bezüglich der Lautstärke, ne, des Systems. Ja, also wir kennen sonst keine Pumpen. Also wir kennen uns damit nicht aus. Wir kennen nur die großen Pumpen in einem Einfamilienhaus. Und die sind natürlich meistens im Keller oder in einem separaten Raum positioniert. Das heißt, das Ganze ist natürlich auch schallgedämmt. Hm. Und bei uns ist die Pumpe ja direkt unter der Treppe. Und unsere Wände sind natürlich auch recht dünn. Und wenn die Pumpe anspringt, sobald wir den Wasserhahn öffnen und der Wasserfluss startet, ist es unserer Meinung nach wirklich laut. Also am Anfang haben wir uns total erschrocken und dachten, ist das normal? Ilan hatte heute früh auch schon sich dann die Hände gewaschen und ich habe trotzdem weiter geschlafen. Ja. Also jetzt inzwischen... Du schläfst ja wie ein Stein, das ist das, ja. Ist das Glückliche. Wenn man die Geräusche kennt, dann gewöhnt man sich ja auch daran. Aber es ist schon, also die Pumpe ist schon laut und sie gehört eigentlich schon zu den leiseren Pumpen. Also ich will gar nicht wissen, wie laut es ist, wenn wir uns ein älteres Modell noch gekauft hätten. Tja. Vielleicht kann man es noch irgendwie schallisolieren, aber das wäre schon... Es stört mich nicht mehr. Also momentan stört es mich nicht mehr. Ich weiß dann wenigstens, dass sie läuft. Ich weiß, dass sie dann auch den Druck erhöht. Beispielsweise, wenn du duschst und ich mache vorne den Abwasch, so war es heute einmal kurz gewesen, dann... ist es so, dass sie einfach ein bisschen mehr heller Leistung, klingt. Also sie bringt ein bisschen mehr Leistung und das hört man dann auch sofort. Und es reicht tatsächlich auch aus, dass du duschen kannst und ich hier entspannt abwasche. Man hat keinen Druckabfall. Ja. Also man spürt gar nicht, wenn der andere das Wasser betätigt. Das ist echt super. Also da wieder ein großes Plus für unsere Pumpe. Vielleicht ist auch das alles ganz normal. Wie gesagt, unsere erste Erfahrung mit einer Pumpe überhaupt. Ja. Ja, da haben wir noch keine Erfahrung. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn das ganz normal ist oder wie eure Erfahrungen mit so Wasserpumpen sind. Gerade auch in einem Tiny House oder in einem Wohnmobil ist es ja total spannend, weil da die Wände einfach dünner sind und die Pumpe selten in einem ganz separaten Raum ist. Wo wir ja noch beim Thema Wasser sind, können wir auch gleich zum Urintank kommen. Der ist leider nicht ganz dicht. Oh, das ist so eklig. Eigentlich, also uns wäre da wirklich ein kleines Leck am Grauwassertank lieber gewesen. Aber ja, uns ist da irgendwie, irgendwas ist da undicht. Die Serviceklappe. Und es tröpfelt da raus. Wir haben jetzt erstmal einen Eimer drunter gestellt und leeren den ja eh regelmäßig aus. Aber der Tank, der füllt sich nicht mehr als 4-5 Zentimeter. Ja, der hat auch ein Fassungsvermögen von 50 Litern oder so. Nee, oder mehr. 60. Mehr. 75? Auf jeden Fall müsste da das Fünffache reingehen.
Und ab einem gewissen Füllstand fängt es eben an, unten aus der Serviceklappe zu tropfen. Und wir haben auch schon nachgezogen und es ist eigentlich fest, aber es tröpfelt durch. Also irgendwas ist undicht. Das ist sehr unangenehm und da müssen wir auf jeden Fall noch dran und wir sind froh und dankbar, dass uns das jetzt auch hier auffällt und dass wir vor allem auf einem Asphalt im Prinzip stehen. Ja, festen Untergrund, ja. Genau, oder auf so einem Stein, einer Steineinfahrt, weil man das dann eben auch sieht. Sonst wäre uns das vielleicht gar nicht aufgefallen und das ist natürlich auch total doof, wenn dann Urin direkt immer in den Boden tropft. Das wollen wir ja nicht und deshalb haben wir jetzt erstmal den Eimer drunter gestellt und da müssen wir unbedingt ran. Wo wir wieder beim Thema Leck sind, wir haben tatsächlich wieder ein Gasleck. Hey! Ein sehr kleines Leck, also es ist in unserem Waschmaschinenschrank. Da haben wir auch einen Kugelhahn, den ich zudrehen konnte, glücklicherweise, weil wir nutzen das Gas ja auch zum Kochen. Ich könnte es jetzt auch nachziehen, aber ich möchte da lieber auf den Fachmann warten, ehrlich gesagt. Ich möchte das Thema Gas selber jetzt nicht angehen, außer es ist wirklich ein Notfall. So viel eigentlich zu unseren jetzt entstandenen To-Dos, die wir für die nächsten Tage und Wochen noch haben. Den Themen wollen wir uns auf jeden Fall widmen. Wir freuen uns total, euch auch in der kommenden Woche dann endlich mal so ein paar Einblicke zu schenken, wie wir uns hier eingrooven. Ich sag nur Stauraum und wir haben viel zu viel und alles liegt hier rum, es ist ein Riesenchaos. Genau, aber da werden wir euch natürlich auch so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Wir hoffen, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal und schaltet nächste Woche unbedingt wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung, ich hab dich so mitgenommen. Das ist geil.